Wenige Milliliter Blut könnten künftig genügen, um herauszufinden, hat eine Frau Brustkrebs oder nicht. Heidelberger Wissenschaftler haben einen Bluttest zur Früherkennung entwickelt. Das Prinzip, mit Hilfe der sogenannten Flüssigbiopsie, können im Labor die Botenstoffe aufgespürt werden, die ein Tumor im Körper hinterlässt. Schon sehr kleine Tumore könnten so gefunden werden. Wir sind sehr vorsichtig im Propagieren, dass wir da tatsächlich für nicht zu viel Hoffnung erwecken. Aber ich bin mir ganz sicher, dass wir einen ganz wichtigen Meilenstein erreicht haben. 500 Frauen mit Brustkrebs wurden untersucht und bei 75% von ihnen wurde dieser erkannt. In der Altersgruppe unter 50 Jahren und bei Risikopatienten mit familiärer Veranlagung lag der Prozentsatz bei 86. Bei über 50-jährigen Frauen allerdings nur bei 60%. Die bisherigen bildgebenden Verfahren wie Mammographie oder Ultraschall kann der Bluttest deshalb nicht ersetzen. Er könnte aber in bestimmten Fällen vorgeschaltet werden. Präsentiert wurde der Test auf einem Gynäkologenkongress. Die große Herausforderung ist es jetzt, den Test wirklich in einer großen Patientengruppe zu validieren. Das ist der nächste Schritt, um dann auch wirklich zu sagen, der Test ist sicher. Die Studie wird nun auf 2000 Patientinnen erweitert. Im Herbst soll der Bluttest auf den Markt kommen.